Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16, die Drucksache 3020 und 2955 aus dieser Legislaturperiode. Es ist der Gesetzentwurf von CDU und Bündnis Grünen, Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen zur Bewältigung der Auswirkungen der SARS-CoV-2-Pandemie im Hochschulbereich. Berichterstattung ist vom Kollegen Hofmeister erbeten. Er kommt auch zu uns. Und dann sage ich nur gleich, damit wir dann die Zeit nutzen können, mir liegt bisher nur eine Wortmeldung vor. Das kann ja dafür sprechen, dass wir schnell fertig sind. Herr Hofmeister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, herzlichen Dank. Zunächst zur Berichterstattung. Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Dies erfolgte in der Sitzung vom 18. Juni, also letzten Donnerstag, hier in diesem Raum, bei Zustimmung der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen, SPD, AfD, Die Linke, bei Enthaltung der Freien Demokraten. Vielen Dank für die Berichterstattung. Herr Kollege Hofmeister, Sie haben als erster Redner in der Debatte das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will beginnen mit einem herzlichen Dankeschön für die sachlichen Beratungen, die wir hier vor einer Woche im Ausschuss auch führen konnten. Und ja, die Herausforderungen der Corona-Pandemie sind auch für den Hochschul- und Wissenschaftsbetrieb in Hessen enorm. Und vieles konnte im Rahmen der bewährten Hochschulautonomie auch geregelt werden. Aber es gibt eben noch Bereiche, wo man feststellen muss, da gilt es nun, Studierenden, Beschäftigten, den Hochschulgemeinden insgesamt noch ein Stück weit unter die Arme zu greifen über Maßnahmen, die nicht so einfach mal eben zu regeln sind. Und ja, diese Vorlage, dieser Gesetzentwurf, das ist kein alltäglicher Schritt. Und ja, wer wollte schon behaupten, dass wir in diesen Tagen alltägliche Fragen diskutieren? Es ist eine Maßnahme für spezielle Zeiten. Und die Dringlichkeit, die in diesem Gesetzentwurf ja deutlich geworden ist, auch in der Geschwindigkeit der Debatte zu dieser Vorlage, ergibt sich eben aus den Fragen von Regelstudienzeiten, damit verbundenen Fragen der BAföG-Förderung, also sprich ganz klar Interessenlagen der Studierenden, aber natürlich auch bei der Frage von Beschäftigungsdauern von Beamten auf Zeit, denken wir an Juniorprofessuren etwa. Und natürlich ist auch ein Bereich, die Frage der Online-Prüfung, die Rechtssicherheit, insoweit ein komplexes Verfahren, wo wir denken, als Koalition von CDU und Grüne, dass unsere Ministerin für Wissenschaft und Kunst hier Instrumente in enger Abstimmung mit den Hochschulen in der Hand braucht, um gegebenenfalls hier sehr kurzfristig auch reagieren zu können. Es ist ein klar umrissener Regelungsrahmen, und die regelmäßige Berichterstattung der Ministerin gegenüber dem Parlament bzw. dem zuständigen Ausschuss ist auch Teil des neu gefassten § 96 des Hessischen Hochschulgesetzes, wie wir es hier im Gesetzentwurf vorsehen. Es ist eine stark verkürzte Beratungsdauer. Ja, es hat keine große Anhörung stattgefunden. Das ist auch ein Punkt, wo ich ausdrücklich Danke sage, dass wir in der Ausschussberatung letzte Woche dort sehr gut übereinkamen. Aber der Sachverhalt ist ja in der ersten Lesung auch noch einmal erläutert worden und auch noch einmal in den Ausschussberatungen. Und es ist eine Maßnahme, ein Gesetzentwurf im Sinne der Hochschulgemeinden, dass wir dort eine Sicherheit bekommen, um hier Nachteile abzufedern. Wir haben zustimmende Stellungnahmen der Konferenz der Hessischen Universitätspräsidien und auch der Hochschulen für angewandte Wissenschaften erhalten, wo ausdrücklich gesagt worden ist, ja, wir brauchen es, und wir erwarten gleichzeitig auch eine enge Abstimmung. Ich glaube, darauf kann man sich an dieser Stelle wirklich verlassen. Ich bitte daher für die CDU-Fraktion um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hofmeister. Dr. Grobe ist als Nächster am Worte, aber erst noch nicht am Pulte. Vielen Dank für den guten Service. Herr Grobe, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Wie bereits in der ersten Lesung angekündigt, wird die Alternative für Deutschland diesen von der hessischen Regierung sogenannten Ermächtigungserlass unterstützen. Von der Regierung. Und da sind wir uns mit fast allen Fraktionen einig. Das hat Seltenheitswert. Steht drin. Deshalb können wir es auch abkürzen. Wichtig für uns ist es,
dass die Hochschulen so schnell als möglich wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Das würde letztlich vielen helfen. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Sie und für die doch sehr exakte Einhaltung der Redezeit. Kollege Büger würde gerne, jetzt darf er auch. Bitte schön, Matthias, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für mich ist die zentrale Frage, die wir an dieser Stelle haben, so direkt sagt, heiligt der Zweck die Mittel, bzw. sind die Mittel, die wir hier anwenden, verhältnismäßig? Und da komme ich im Übrigen zu einem anderen Schluss als mein Vorredner von der AfD. Was ist für mich unstrittig? Für mich und für uns Freie Demokraten ist unstrittig, dass Handlungsbedarf besteht. Dass wir Handlungsbedarf haben bei der Festsetzung der Regelstudienzeiten, bei den Online-Prüfungen und auch bei der Frage der befristeten Beamtenstellen. Aber was ist denn die Ursache für den großen Zeitdruck, den auch die Ministerin vorgelegt hat? Corona? Ja, auch, aber bei Weitem nicht nur. Gehen wir mal als Erstes zur Festsetzung der Regelstudienzeiten. Da ist zunächst einmal eine fehlende Bundesregelung. Es ist ja sehr viel, was das BAföG betrifft. Auch das hatten wir besprochen. Und da frage ich mich mal Richtung Berlin. Da gibt es, glaube ich, eine Frau Kalitschek, die entsprechend dafür verantwortlich ist. Was macht sie da an der Stelle, beziehungsweise warum tut sie dort gerade nichts und warum regelt sie das nicht in einer sinnvollen Art und Weise bundeseinheitlich? Das ist ein bundesweites Thema und Problem. Sie scheint da offenkundig überfordert zu sein. Und als weiteren Punkt, individuelle Regelstudienzeiten, wie uns bei der Beratung vorgeschlagen wurden, das finden wir ein sehr interessantes Instrument, aber bei weitem ein Instrument über die Krise hinaus. Und wie wir nur im Blick in unser Nachbarland Nordrhein-Westfalen sehen, solche individuellen Regelstudienzeiten hätte man längst einführen können, wenn man das gewollt hätte. Also hätte längst vorher funktioniert. Gehen wir zum zweiten Anlass, Online-Prüfungen. Ja, da gibt es neue Erkenntnisse bzw. Stellungnahmen aus Bayern haben sich verlauten lassen. Aber auch dieses Thema hätte man doch bitte schön längst vor Corona angehen sollen und können. Wenn man sich modernisiert, wenn einem Digitalisierung in der Hochschule wichtig ist, dann setzt man doch auch auf die Möglichkeit von Online-Prüfungen und wartet nicht erst, bis eine Krise kommt, wo das entsprechend wichtig ist. Ich habe ein klares, insbesondere zeitliches und inhaltliches Versäumnis dieser Landesregierung. Und bei so einem wichtigen Punkt sage ich, das sollte auch dauerhaft im Hessischen Hochschulgesetz verankert werden und nicht einmal kurzfristig. Und dann finde ich auch, dass das nicht unbedingt warten soll, bis irgendwann mal vielleicht im nächsten Jahr oder später eine Novelle des HHG kommt. Auch hier sind im Übrigen andere Länder weiter. Gucken wir nach Nordrhein-Westfalen. Da haben wir längst Regelungen dazu, sogar auch Regelungen zu Online-Gremiensitzungen. Also, wenn man will, Frau Ministerin, geht doch, kann man doch haben. Und drittens die Verlängerung der Beamtenstellen. Ja, da ist eine Sondersituation, das müssen wir machen, das sehen wir auch so, aber das hätten wir problemlos hier in einem Gesetz einfach hineinschreiben können und müssten nicht die Katze im Sack kaufen mit einer Verordnung, sondern könnten das unmittelbar haben, da würden Sie auch unsere Zustimmung finden. Denn strittig, meine Damen und Herren, auch Antragsteller, strittig sind für uns die Mittel, die Sie anwenden, um diese durchaus nachvollziehbaren Ziele zu erreichen. Es ist nämlich ein durchaus erheblicher Eingriff in das Verhältnis Landesregierung-Landtag. Nicht der erste und sicherlich nicht der schwerwiegendste Eingriff, den wir am heutigen Tag erleben, aber ein weiterer Eingriff, den ich ebenso nicht für gut finde. Und dann heißt es, ja, da gibt es Informationen dazu. Ja, aber Informationen an den Landtag ersetzen keine Debatten, ersetzen keine Anhörungen, ersetzen keine Diskussionen im WKA. Und dann gucken wir mal die konkreten Fristen an. Dann heißt es ja, es geht darum, dass wir kurzfristig solche Verordnungen geben. Kurzfristig heißt in den nächsten Wochen. Lieber Kollege, ja. Ich will nur mal kurz die anderen Kollegen bitten, es stört. Es stört vieles hier im Raum, und ich bitte, wer gerne reden möchte, kann das gerne draußen tun, aber nicht jetzt.
Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich finde, auch das Mittel ist aus einem weiteren Grund unverhältnismäßig. Wir wollen in den nächsten Wochen Dinge regeln, und dann steht aber in dem Gesetz, was wir heute beschließen sollen, bis zum 31.12.2021, also anderthalb Jahre lang, gibt es die Möglichkeit, hier zu Verordnungen zu gehen. Und dann steht auch noch drin, dass im Übrigen die Verordnungen auch noch dauerhaft in Kraft bleiben. Man hätte ja wirklich sagen können, wenn es um die konkreten jetzt außer in dieser Krise geht, bitte bis zum Ende dieses Jahres und sämtliche Verordnungen maximal ein Jahr in Kraft. In diesem einen Jahr hätten wir die Möglichkeit, für ein geordnetes parlamentarisches Verfahren, z.B. für Online-Prüfungen, all das entsprechend durchzuführen. Aber zumindest in dem Gesetz, das wir heute beschließen sollen, steht es genau anders drin. Deswegen, meine Damen und Herren, ist mein Fazit. Demokratische Prozesse sind leider, das bedauere ich sehr, das hier sagen zu müssen, oft in einer Krise die ersten Opfer. Und es entsteht hier wahrlich der Eindruck, der falsche Eindruck, Parlamente wären ja in einer Krise nur hinderlich. Und es wäre ja hinderlich, Parlamente fragen zu müssen, das ist eher etwas für Schönwetterzeiten. Wir sehen das als Freie Demokraten definitiv anders. Richtig wäre für uns, gerade in der Krise, demokratische Prozesse soweit irgend möglich aufrechtzuerhalten. Wir werden ja ohnehin in der nächsten Woche vermutlich noch mehrere Sonderpläne haben. Wir hätten wahrlich genug Zeit gehabt, auch dort entsprechende gesetzliche Regelungen zu treffen. Und dann, Frau Ministerin, haben Sie gesagt im Ausschuss, Sie wissen, dass wir um großes Vertrauen bitten, und Sie bitten persönlich darum. Ich will an der Stelle sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass ich persönlich irgendeinen Grund habe, Ihnen als Person zu misstrauen, auch wenn wir unterschiedliche politische Vorstellungen in einigen Dingen haben. Das persönliche Misstrauen habe ich nicht. Aber ich habe das Misstrauen als Landtagsabgeordneter in die Institution Landesregierung insoweit, dass ich sage, unsere Aufgabe ist, eine Kontrolle auszuüben, das, was die Amerikaner und Engländer mit Checks and Balances entsprechend beschreiben. Und diese habe ich hier an der Stelle aufrechterhalten. Und aus diesem Grunde sehe ich es nicht klug, wenn wir heute und hier eine solche Regelung treffen. Und auch der Hinweis, dass andere Parlamente, wo wir auch zum Teil nicht in der Opposition sind, solche Regelungen beschließen, wagt mich hier nicht zu überzeugen. Denn ich kann sagen, es ist immer die Aufgabe der Opposition, dafür den Finger in die Wunde zu legen und zu schauen, dass genau das Verhältnis Landesregierung und Parlament in einem sinnvollen Verhältnis bleibt. Und wenn das woanders Opposition nicht tut, dann tut mir das leid, ist aber nicht unser Problem. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich schließen mit dem Zitat eines großen Kanzlers und Friedensnobelpreisträgers, im Übrigen mal gemeinsam mit uns regiert vor vielen Jahrzehnten, Willy Brandt. Der hat nämlich einmal gesagt, die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit. Zweckmäßig, Frau Ministerin, ist das alles, was Sie machen. Die Demokratie ist keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern eine Frage der Sittlichkeit. Und genau aus diesem Grunde ist dieses Gesetz, selbst wenn die Zwecke richtig sind, weil die Mittel für uns nicht verhältnismäßig sind und es mildere Mittel gäbe, das entsprechend zu erzielen, nicht verhältnismäßig. Und deswegen können wir ihm unsere Zustimmung nicht geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Büger. Nächste Wortmeldung von den Sozialdemokraten, Frau Kollegin Dr. Sommer. Sie haben jetzt auch das Wort. Wer auch immer das eingeführt hat, Frau Dr. Sommer, damit müssen Sie einfach leben. Ja, ganz furchtbar, aber nun gut. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Verschuldung oder Exmatrikulation, so titelte die EFAZ kürzlich. Und nach der jüngsten Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks arbeiten rund zwei Drittel der Studierenden neben dem Studium. Diese Einnahmen sind über Nacht durch die Corona-Pandemie einfach weggebrochen. Und dann gab es einen Nothilfefonds der Bundesregierung. Der reicht nicht aus. Die Kollegin Nina Eisenhardt hat in der letzten Debatte schon die CDU-Bundeswissenschaftsministerin Karliczek dafür auch kritisiert. Das stimmt. Die agiert einfach an den Nöten und Sorgen der Studierenden vorbei. Die Bundes-SPD hatte sich für eine Ausweitung des BAföGs eingesetzt, also auch für Nichtempfänger, die durch die Pandemie in Not geraten war. Das scheiterte aber an der CDU, meine Damen und Herren. Da sieht man, dass die Studierenden dort eben keine Lobby haben. Das ist sehr schade. Das Land Hessen hatte auch eine Soforthilfe aufgelegt.
Die hat aber leider vorne und hinten nicht gereicht. Also, das waren ja die 200 € einmalig. Und rechnet man das hoch, reichte die Nothilfe ca. für 1.975 Studierenden. Und das bei 260.000, die wir im Land haben. Deswegen war da die Summe zu niedrig. Hier muss unserer Ansicht nach das Land noch einmal nachsteuern, um einfach die Not von Studierenden zumindest vorübergehend zu lindern. Einige Hochschulen haben sich auch selbst auf den Weg gemacht, weil sie eben auf die staatlichen Gelder warten. Das ist Darmstadt beispielsweise, Marburg oder Frankfurt. Die haben eine eigene Soforthilfe. Und da muss dann auch das Land noch einmal mit gutem Beispiel vorangehen. Und da fordern wir bedarfsgerechte Lösungen, meine Damen und Herren. Wie beschrieben, sind die Hochschulen bereits selber daran, die Studierenden zu unterstützen, sind aktiv im Umgang mit der Pandemie, auch mit der digitalen Gestaltung. Und die Punkte, die wir jetzt regeln sollen, sind die Regelstudienzeit, Befristungsregeln, Prüfung und Anerkennung von Prüfungsleistungen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch noch einmal bedanken, dass es nach den zumindest noch letzte Woche alten Umgangsformen reibungslos geklappt hat, dass wir kurzfristig Stellungnahmen von den Hochschulgruppen erhalten haben. Und die Hochschulgruppen die begrüßen das Gesetz. Und wir haben ja auch in der ersten Lesung und auch schon in der Debatte gesagt, dass wir da auch mitgehen können. Was wir halt verstehen, ist, dass sie jetzt im Zeitdruck sind. Trotzdem habe ich gesagt, wir müssen die Hochschulen beteiligen. Das kommt auch zur Geltung in allen Stellungnahmen der Hochschulgruppen. Da wird direkt und ganz konkret jeweils die Einbindung der Hochschulen gefordert. Und wer, wenn nicht die Hochschulen selbst, können wissen, wie man pragmatische Lösungen gestalten kann, meine Damen und Herren. Wir hoffen, Sie halten da Wort. Frau Ministerin Dorn, auch, dass der Landtag, wie von Ihnen verkündet, mit eingebunden und transparent informiert wird. Das hatten Sie ja zugesagt. Das Gesetz auf jeden Fall nimmt die rechtssichere Ausgestaltung der genannten Aspekte in den Fokus, damit Studierenden durch die Pandemie keine Förderungslücken entstehen, damit Prüfungen digital einwandfrei stattfinden können und damit Mitarbeiter eine Verlängerung ihrer Beschäftigung erhalten können. Darauf möchte ich aber noch einmal gesondert eingehen. Das Land Hessen sollte, wie auf der Bundesebene angedacht, die Höchstbefristungsgrenze des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes um die Dauer der pandemiebedingten Einschränkungen anheben. Wir fordern daher, dass Vertragsverlängerungen in Hessen möglichst unkompliziert im Sinne aller Mittelbaulerinnen und Mittelbauer erfolgen, etwa durch einen Rechtsanspruch auf eine automatische Verlängerung oder zumindest eine Verordnung des Wissenschaftsministeriums, die dann eine Verlängerung als Sollvorschrift vorsieht. Das nur für eine bestimmte Zielgruppe zu machen, also für die Beamtenverhältnisse, für die Juniorprofessoren oder die Qualifikationsprofessuren, so wie Sie es hier im Gesetz tun. Das ist ja legitim, aber lässt halt viele, die befristet beschäftigt sind, im Stich. Hier braucht es auch ein klares Signal, meine Damen und Herren, und nicht ein Wegducken hinter die Hochschulautonomie. Der Bund hat jetzt gefordert, jetzt ist das Land dran, meine Damen und Herren. Unterstützung braucht es auch im Bereich der digitalen Lehre. Da werden wir uns aber morgen noch einmal ausführlicher mit beschäftigen. Ich möchte noch einmal festhalten, dass in diesem Sommersemester aufgrund der Corona-Pandemie keine regulären Studienbedingungen herrschen konnten. Herzlichen Dank deswegen an alle Beschäftigten und die Hochschulen, die dafür alles getan haben, dass Angebote geschaffen werden, um Lehre überhaupt irgendwie zu ermöglichen. Jedoch sollten durch die geänderten Formate und Abläufe den Studierenden keine Nachteile entstehen. Da sind wir uns einig. Und die Corona-Maßnahmen wie etwa Umstellung auf digitale Lehre müssen bei der Wertung des Semesters wie bei Prüfungen einfach auch Berücksichtigung finden. Ich hatte es in der ersten Debatte schon einmal angesprochen. Wir würden uns einen zentralen Freiversuch wünschen. Damit könnte sich die Landesregierung noch einmal beschäftigen.
Sie sehen, es gibt Handlungsbedarf, damit die Studierenden und auch die Beschäftigten keine weiteren Nachteile durch die Pandemie erfahren. Dennoch werden wir dem Gesetz zustimmen, da es in den Bereichen Regelstudienzeit, Befristungen und Prüfungen Rechts- und damit auch Handlungssicherheit für die Hochschulen gibt. Deswegen stimmen wir zu. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für diesen Wortbeitrag. Und nunmehr ist Frau Kollegin Eisenhardt für die Fraktion der GRÜNEN da, nachdem, damit noch einmal alle klatschen können, Frau Dr. Sommer eben gesprochen hat. Frau Eisenhardt, Sie haben das Wort. Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich möchte mich zunächst bei allen Fraktionen für die konstruktiven Beratungen des Gesetzentwurfs im Ausschuss bedanken. Er befähigt die Landesregierung, Verordnungen zur Bewältigung der Pandemie im Hochschulbereich zu erlassen. Das erfordert von uns als Parlamentariern, und da gebe ich Ihnen recht, ein Vertrauen in die Landesregierung. Das ist natürlich auch für die Opposition verständlicherweise schwieriger als für die Regierungsfraktionen. Deshalb ist uns eben auch wichtig, dass wir einen möglichst engen Rahmen haben. Wir beschränken uns hier auf sehr wenige Paragraphen und dass eben auch die Transparenz gegenüber dem Parlament gegeben ist. In NRW übrigens, Herr Büger, ist es so, dass quasi alles, was Sie genannt haben, per Verordnung geregelt wurde, die demokratischen Rechte von hochschulpolitischen Gremien ausgehebelt wurden und die Verordnung wesentlich weitergehen, wie das, was wir jetzt hier vorschlagen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen es anders machen wie NRW. Und weil es eben viel Vertrauen des Parlaments in die Landesregierung fordert, wollen wir einen wesentlich engeren Rahmen haben, wie das in NRW der Fall ist. Auch herzlichen Dank an Ministerin Dorn, die dieses Transparenzversprechen uns gegenüber ja auch bereits eingelöst hat und allen Fraktionen parallel zu den Hochschulen auch den Entwurf für die Verordnung zu zwei der Regelungsbedarfe bereits zugeleitet hat. Vielen Dank auch für die Initiative von Frau Dr. Sommer, noch einmal bei den Hochschulleitungen eine Stellungnahme einzuholen. Die Stellungnahme der drei Hochschulen hat gezeigt, dass wir uns mit diesem Gesetzentwurf auf den richtigen Weg befinden. Die Konferenz der Hessischen Universitäten hat die Frage aufgeworfen in ihrer Stellungnahme, ob eine Ausweitung der Verordnung als Ermächtigung auf § 18 neben dem § 20 des Hessischen Hochschulgesetzes nötig ist. Dazu möchte ich noch kurz etwas sagen. Aus unserer Sicht ist dies nicht notwendig. Die Regelungen § 18 haben weiterhin Gültigkeit. Die wollen wir auch eben nicht infrage stellen. Und diese prüfungsrechtlichen Grundlagen lassen sich auch nicht ohne Weiteres hier im HHG ändern. Es gibt noch einen Punkt, der interessant ist, auf den die Hochschulen eben auch hingewiesen haben. In § 18 Absatz 7 ist geregelt, dass Studierende an Prüfungen teilnehmen können, also Prüfungen beiwohnen können. Und hier war eben die Frage, ob das in Zeiten der Pandemie möglich ist oder ob man das noch einmal separat regeln muss. Hier ist es aber so, dass durch die Corona-Verordnung und das Bundesinfektionsschutzgesetz diese Möglichkeiten ohnehin bereits eingeschränkt sind, sodass wir auch den § 18 Absatz 7 nicht noch einmal mit einer eigenen Verordnung jetzt für den Hochschulbereich regeln müssen. Deshalb besteht aus unserer Sicht kein Änderungsbedarf für den für uns vorgelegten Gesetzentwurf. Das Vorgehen ist in der Sache wichtig, denn es bringt für die Studierenden Rechtssicherheit. Aus den Erläuterungen zum Gesetzentwurf und aus dem Entwurf der Verordnung wird deutlich, wir streben eine pauschale Verlängerung der Regelstudienzeit um ein Semester an. Das erspart den Studierenden, ihre Ansprüche einzeln gegenüber den BAföG-Ämtern durchzusetzen. Und die Zeit drängt inzwischen mit Blick in Richtung Prüfungen. Und das zeigt auch die zunehmende Unruhe bei den Studierenden. Ich habe auch in den letzten Tagen wieder einige Anfragen von Studierenden und Asten nach dem Corona-Semester fürs BAföG erhalten. Und ich habe es im Ausschuss auch schon erwähnt, im Senat der Goethe-Universität
hat letzte Woche, einen Tag nach Einbringung unseres Gesetzentwurfs, wurde ein Beschluss verabschiedet, der das Land auffordert, die Regelstudienzeit für ein Semester auszusetzen und das BAföG um ein Semester unabhängig von den erbrachten Leistungen im Sommersemester zu verlängern. Genau dieser Forderung kommen wir nach. Genau das wollen wir regeln. Liebe Kollegen, wir können uns das Leben schwer machen. Wir können es auch leichter machen. Ich finde es ein bisschen unkollegial. Ich bewerte das jetzt, dass hier in diesem Raum ein Hort des Redens ist. Und ich finde, das ist der Kollegin Eisenhardt nicht zuzumuten. Ich kann auch bimmeln, aber ich würde jetzt noch einmal appellieren an die Vernunft von allen. Wer schwätzen will, geht einfach raus. Das ist wie in der Schule so. Kollegin, ich habe das Wort. Das ist vielleicht in der Hochschule so, aber ob das in der Schule ist, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Also wenn das jeder nicht verstanden hat, dann sollte man vielleicht noch mal intellektuell ein bisschen drüber nachdenken. Es ist jetzt mal gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Eisenhardt hat das Wort. Wir tun in Hessen unser Mögliches, damit das Versprechen, Studierende sollen in der Pandemie keinen Nachteil haben, gilt. Wir stellen über den Digitalpakt Mittel für einen Sozialfonds für studentisches Arbeitsmaterial zur Verfügung und investieren in den Ausbau von Streaming-Kapazitäten. Darüber werden wir, wie schon erwähnt, morgen noch einmal sprechen. In Erwartung des Soforthilfeprogramms des Bundes haben wir kurzfristig fast eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt, um 2.000 Studierenden unbürokratisch und schnell zu helfen. Wirklich bedarfsgerecht? Sie hatten das Thema bedarfsgerecht angesprochen, Frau Dr. Sommer. Wirklich bedarfsgerecht wäre nur eine Änderung des BAföGs. Ich glaube, auch das ist uns klar. Und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, den die hessische CDU und die hessischen Grünen gemeinsam auch so im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir unterstützen die Studierendenwerke in der Krise, damit sie für die Studierenden da sein können, und haben in einem ersten Schritt bereits 5 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt. Mit diesem Gesetzentwurf machen wir deutlich, wir lassen die Studierenden nicht im Stich, sondern wir kümmern uns um Bildungschancen und um Bildungsgerechtigkeit. Die Verordnung ist fertig zur Unterschrift. Beim BAföG zählt bekanntlich jeder Monat. Deshalb lassen Sie uns das Gesetz so schnell wie möglich auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Frau Kollegin Wissler für die Linken ist als Nächste heran, und danach habe ich keine Wortmeldung mehr aus den Fraktionen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, es ist zweifelsohne ein absolutes Ausnahmesemester, dieses Semester in der Corona-Krise. Wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen. Das hat enorme Belastungen mit sich gebracht für die Studierenden. Viele haben ihre Nebenjobs verloren. Viele haben ihre Angebote für Kinderbetreuung verloren und mussten dann im Homeoffice mit digitalen Seminaren völlig ihren Alltag neu strukturieren. Bei vielen kamen eben Existenznöte und Sorgen dazu. Und natürlich ist es auch, das ist bereits angesprochen worden, für die Beschäftigten an der Hochschule eine enorme Umstellung gewesen und eine große Herausforderung, die ja auch viele mit sehr viel Engagement und sehr viel Mehrarbeit da auch sehr gut gemacht haben, um überhaupt digitale Angebote auch bereitzustellen und den ganzen Lehrbetrieb umzustellen. Und da gilt natürlich auch von unserer Seite das herzliche Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Semester eben noch Lehrangebote es gab. Richtig ist, dass wir eine Existenznot bei vielen Studierenden haben und dass wir deshalb auch diskutiert haben über die Frage von Soforthilfeprogrammen. Und da ist natürlich all das, was wir bisher haben, leider noch nicht ausreichend. Was jetzt dieser Gesetzentwurf macht, ist ja, dass er bei drei Punkten eine Regelung finden will, nämlich zum einen bei der Regelstudienzeit zu sagen, dass man das um ein Semester ausweitet, beziehungsweise steht jetzt in der Verordnung drin. Das heißt also faktisch, dass ja die Forderung auch von Studierenden, die es gab, also dieses Semester eben auch, wenn es nicht anders geht, zu einer Art Nichtsemester zu machen, also zu einem Semester, das man quasi wiederholen kann, ohne dass es aufs BAföG angerechnet, also dass es eben nicht, dass das BAföG dann eben auch ein Semester länger bezogen werden kann. Die Forderung ist dem Rechnung getragen. Es geht um die befristeten Beschäftigten und es geht um die Online-Prüfungen. Und da brauchen die Hochschulen in der Tat Rechtssicherheit.
Und da brauchen auch die Studierenden Rechtssicherheit. Und da würde ich jetzt in der Tat auch sagen, die Bundesebene hat es nicht geregelt. Wir brauchen hier eine schnelle Regelung. Von daher ist hier natürlich der Zeitdruck in der Tat da gewesen, weil wir eben jetzt in die Prüfungsphasen gehen, weil das nächste Semester dann auch ansteht im Winter und, oder also am Ende der, ab Oktober, dass wir hier einfach Lösungen brauchen. Von daher würde ich jetzt mal sagen, Herr Dr. Büger, Sie haben ja grundsätzlich recht, dass der Umgang der Landesregierung mit der Opposition nicht immer ganz korrekt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Da haben Sie grundsätzlich recht. Ich würde aber jetzt in diesem Fall sagen, das ist kein Beispiel dafür. Ich fand jetzt die Ministerin, die hat ein Obleutegespräch eingeladen. Wir haben das hier diskutiert, wir haben es im Ausschuss diskutiert, wir haben Stellungnahmen eingeholt von den Hochschulpräsidien. Und die sich ja alle, muss man ja sagen, auch sehr zustimmend geäußert haben, gesagt haben, ja, das brauchen wir jetzt. Also von daher würde ich sagen, und Sie haben uns den Verordnungsentwurf, bevor er Verordnung wurde, zugeschickt. Das heißt also, die Transparenz, die Sie zugesagt haben, haben Sie ja an der Stelle auch gehalten. Von daher muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt kein Problem mit diesem Verfahren. Und deswegen können wir diesem Gesetzentwurf auch zustimmen, pragmatisch und undogmatisch, wie Sie uns kennen, wenn es sinnvolle Regelungen gibt. Wenn es sinnvolle Regelungen gibt und die Landesregierung etwas richtig macht, und das ist richtig, dann stimmen wir dem selbstverständlich zu, weil am Ende geht es ja darum, hilft es den Betroffenen und bedeutet das eine Verbesserung für die Menschen, die davon betroffen sind. Und das sind die Beschäftigten an den Hochschulen und das sind die Studierenden, meine Damen und Herren. Und deshalb, ja, Herr Dr. Büger, ich finde es gar nicht uninteressant, was Sie sagen, dass man vielleicht auch einige Regelungen auch weiter beibehalten kann. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das ist in der Tat zu überlegen, dass man dann natürlich dann in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren im Hessischen Hochschulgesetz auch die eine oder andere Änderung festschreibt. Ja, finde ich durchaus eine richtige Anregung. Also von daher finde ich jetzt die demokratietheoretischen Ausführungen, die Sie gemacht haben, auch zur Frage von Stellenwert von Parlamenten, finde ich abstrakt richtig. Aber ich finde jetzt in Bezug auf diesen Gesetzentwurf, naja, ich will jetzt nicht sagen, es ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber es ist ein Gesetzentwurf, dessen Tragweite, finde ich, jetzt nicht so riesig ist, vor allem aber, der mir einfach bei den Betroffenen unstrittig zu sein scheint. Und das ist ja im Zweifel das Entscheidende. Deswegen zusammengefasst, der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Es ist richtig, das sind Regelungen, die wir jetzt treffen müssen, und wir müssen sie schnell treffen, weil wir die Rechtssicherheit brauchen. Wir müssten noch viel mehr tun, um die Situation der Studierenden an den Hochschulen zu verbessern. Wir diskutieren morgen weiter über die Frage Digitalisierung von Lehre. Wir diskutieren ja auch im Rahmen der Haushaltsdebatte über die Frage Soforthilfe für Studierende und was man da machen kann. Also hier müssen wir natürlich auch wirklich bei diesen existenziellen Sorgen und Nöten ansetzen, weil viele Studierende sich hier im Regen stehen lassen fühlen und es ganz dringend notwendig ist, dass wir diesen jungen Menschen, eben, die jetzt zufälligerweise in dieser Corona-Zeit studieren, dass wir denen die Zukunft hier nicht verbauen, dass es keine große Zahl von Studienabbrechern gibt, weil sie ihre Jobs verloren haben und in die Existenznot rutschen. Deswegen, da ist noch einiges zu machen, und da ist der Gesetzentwurf ein Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Wortmeldungen aus den Fraktionen liegen nicht mehr vor. Frau Staatsministerin Dorn, Sie haben deshalb nunmehr wunschgemäß das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich ganz aufrichtig bei Ihnen allen bedanken für die wirklich konstruktiven Beratungen der letzten wenigen Wochen in diesem beschleunigten Verfahren. Wir waren sowohl hier in der Debatte als auch im Ausschuss in den Zielen uns übereinstimmend, dass diese richtig und wichtig sind. Ich habe selbstverständlich großes Verständnis für die Debatte hier über die Frage des parlamentarischen Weges. Es ist durchaus eine wichtige Debatte. Ich meine aber auch, dass wir, insbesondere die Koalitionsfraktionen, bei denen ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken möchte für die gute Zusammenarbeit in dieser Frage, dass wir einige Punkte eingezogen haben, die tatsächlich die gewünschte Transparenz und damit am Ende auch die Kontrolle des Parlaments durchaus ermöglicht. Das war uns wirklich ein großes Anliegen. Welche drei Punkte wollen wir regeln oder sind wir auf dem Weg zu regeln? Das eine, und das wurde hier jetzt mehrfach angesprochen, ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig, dass wir eine Verlängerung des BAföG-Bezugs erreichen für die Studierenden, die aktuell wirklich sehnlichst auf diese Entscheidung warten.
Auch ich bedauere sehr, dass es keine bundeseinheitliche Lösung vonseiten des Bundes gab. Wir haben jetzt eine eigene Regelung gemeinsam sozusagen bringen wir hier auf den Weg. Ich weiß, dass Baden-Württemberg zum Beispiel gerade folgt, Bayern diesem Beispiel folgt. Das heißt, Sie sehen, wir haben hier durchaus durch den Hebel, den NRW schon im Hochschulgesetz hat, eine interessante Möglichkeit, um hier mit den individuellen Regelstudienzeiten voranzukommen. Ob man dies später im Hochschulgesetz entsprechend verlängern möchte, das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine eigene Debatte. Die muss dann auch parlamentarisch in einem ganz ordentlichen Verfahren geführt werden. Ich bin gespannt da auf Ihre Anträge. Aber insofern, wir haben es jetzt für einen konkreten Zweck nur eingeführt und deswegen per Verordnung. Der zweite Punkt, das sind die vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Qualifikationsstellen, denen jetzt damit eine Möglichkeit gibt der Verlängerung ihrer Beschäftigung, sei es beispielsweise, weil sie gerade Kinderbetreuung haben. Und der dritte Punkt ist, dass wir prüfen wollen, und das sind wir gerade, haben eine Arbeitsgruppe mit den Hochschulen gegründet, ob wir für die Online-Prüfungen auch einen Regelungsrahmen brauchen, weil der Bayerische Datenschutzbeauftragte deutlich gemacht hat, dass er große Bedenken hat im Rahmen der Satzungen, dass das hochschulautonom gelöst wird. Wir werden das mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten gemeinsam entsprechend prüfen und schauen, ob eine Rahmenregelung notwendig ist. Für die ersten beiden Punkte sind Ihnen die Verordnungsentwürfe zugegangen. Das ist auch im Gesetz vorgesehen. Und auch für die Online-Prüfung sollte diese Arbeitsgruppe aus den Hochschulen zu dem Erkenntnis kommen, es macht Sinn, das zu regeln, werden Sie auch diesen Verordnungsentwurf selbstverständlich bemittelt bekommen. Wir haben kurzfristig entsprechend die Stellungnahmen der Hochschulen eingefordert, erbeten. Es war ja wirklich wenige Tage. Die waren kurz und knapp, aber entsprechend zustimmend. Das wurde hier auch mehrfach erwähnt. Und insofern denke ich, dass wir hier eine sehr, sehr wichtige drei Punkte auf den Weg bringen. Ich freue mich sehr, dass wir das so gemeinsam tun. Und tatsächlich, das Tempo ist ein großes Thema, weil die Studierenden sind auf schnelles Handeln angewiesen. Es wird wirklich so sein, wenn wir die Verordnung rausgegeben haben, werden wir umgehend die BAföG-Ämter anschreiben, damit die wiederum den Studierenden ein Signal dann geben können, dass sie diese Höchstdauer entsprechend verlängert bekommen. Und genau das ist der Punkt, auf den die Studierenden so dringend warten. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir mit einer solch großen Einigkeit im Hessischen Landtag den Studierenden auch diesen Schritt ermöglichen können. Neben der Arbeitsgruppe zu der Frage Digitalprüfungen werden wir auch insgesamt das Thema Wintersemester anschauen. Auch da gibt es eine Arbeitsgruppe, die von allen Hochschulen entsprechend jetzt eingerichtet worden ist, weil tatsächlich es eine Menge Punkte auch jetzt zu regeln gilt. Auch trotz aller Lockerungen wird uns die Pandemie weiter begleiten. Wir tun das in sehr enger Abstimmung mit den Hochschulen auf einer sehr vertrauensvollen Ebene. Auch an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für das ganze Engagement, was an den Hochschulen Tag für Tag geleistet wird. Und Sie werden entsprechend von uns darüber weiter unterrichtet werden. Insofern glaube ich, dass mit diesem Entwurf wir tatsächlich die Autonomie der Hochschulen wahren und gleichzeitig die Rechte der Hochschulmitglieder stärken, insbesondere der Studierenden in der aktuellen schwierigen Zeit. Und Herr Kollege Büger, ich hoffe, dass Sie mit Ihrem letzten Zitat nicht Sie sagen wollten, dass ich etwa unsittlich bin, weil wissen Sie, ich bin auf einer katholischen Mädchenschule groß geworden. Da würden dann die Debatten ganz neue werden. Aber ich kann durchaus verstehen, Herr Büger, dass Sie einen längeren parlamentarischen Weg noch bevorzugt hätten. Aber ich habe hoffentlich deutlich gemacht, dass wir einfach hier auf Schnelligkeit gehen. Und ich habe hoffentlich auch deutlich gemacht, dass die Transparenz, die wir in diesem Gesetz großgeschrieben haben, auch wirklich in die Realität erfüllen wollen. Das ist mir persönlich ein Anliegen, und Sie können mich gerne weiter daran messen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Dorn. Es liegen mir keine Wortmeldungen vor. Auch hier traue ich mich wieder ranzurobben. Spricht etwas dagegen, dass wir jetzt die Abstimmung durchführen? Es ist nicht der Fall. Also stimmen wir jetzt darüber ab. Ja, ich sage immer noch, Abmachungen sind einzuhalten. Pakt ist uns der Wander, aber man kann sie ja ändern. Wir ändern sie hiermit, die Abmachung. Das heißt, ich beende die Debatte über den Gesetzentwurf von CDU und Bündnis 90, Drucksache Nummer 3020 in dieser Legislaturperiode. Ich frage, wer ist für diesen Gesetzentwurf und bitte um das Handzeichen. Das machen wir immer so, dass wir in der Schlussempfehlung abstimmen.
Das ist die Fraktion der AfD, das ist die Fraktion der CDU, das ist die Fraktion der Grünen, das sind die Sozialdemokraten, das ist die Fraktion der Linken. Wer enthält sich der Stimme? Wer ist dagegen? Die Fraktion der FDP. Damit ist das Gesetz mit großer Mehrheit von Ihnen, von uns angenommen worden. Und es wird hiermit auch zum Nein, der Gesetzentwurf ist angenommen worden, und das Gesetz wird nunmehr hiermit zu selben erhoben. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte auch danken den Rednerinnen und Rednern, denn sie haben ein bisschen die Zeit wieder aufgeholt, sodass wir jetzt mit 16-minütiger Verspätung aber immerhin zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen.